Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wir haben beim letzten Mal den Zwischenboss besiegt. Und ich würde sagen, wenn ihr das Spiel auch haben wollt, wollt aber nicht den Vollpreistitel zahlen, dann schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung vorbei. Denn dort findet ihr einen Affiliate-Link zu Instant Gaming. Instant Gaming ist eine Plattform, die plattformunabhängig Spiele und Geschenkguthaben anbietet. Und das zu einem fairen Preis. Man kann da bis zu 90% Rabatt bekommen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr weiter runterscrollt, findet ihr auch noch ein Gewinnspiel zu Instant Gaming und könnt dort ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück, drücke ich die Daumen und viel Spaß beim Video. So, ja. Sie ruht sich aus und habt ihr das gesehen? Sie schließt sogar die Augen und genießt dieses Bad. So, wir gehen. Wir haben hier auch noch die Karte. Hin und holen uns am besten. Warum sollten wir da lang gehen? Macht keinen Sinn. Geht auch nicht, ne? Machen wir es so. Ah, okay. Das wird ein Fackelrätsel. Ich sehe nämlich, da unten ist die Tür zu. Dann. Hab eine Idee. Da wollte ich nicht den hier reinmachen, sondern. Na? Hab ich's? Oh, hier können sie anfangen. Einfach weitermachen. Sonst dauert es zu lang. So. Dadurch kommen wir nämlich nach da. Ja, mach mal den gerade weg. Ach, komm mal alle weg. Ja, die Kiste ist schnell wieder spawned. So, da drauf kommt jetzt die Fackel. Damit wir einmal nach da schieben können. Und dann bis bei. Nehmen wir nämlich die Fackel hier drauf. So. Jetzt suchen wir die Fackel. Die ist ganz am Ende. Wenn er zu weit am Ende. So. Weil. Ey! Weg damit. Ah, perfekt. Ah! Okay. Nee, ich mach's schon ein bisschen, dass wir wenigstens etwas gleich kommen. So. Okay, dieses Rätsel ist gelöst. Okay, hier muss eine Fackel hin. Oh, wie schnell soll das denn gemacht werden? Hm.
Es ist egal. Ich hole Kerzo. Das glaube ich am besten. Wollen wir den Kerzo holen? Hier. So. Okay, okay. Hier hole ich schon mal nochmal meinem... nicht du. Du. Ach komm. Geh doch. Okay, vermutlich können wir hier die Kerze hochschicken. Also diesen, die Feuerschale ist ja eigentlich keine Kerze. Ne? Das allerdings ist doch wieder blöd. Aber es macht nichts. Deswegen kann es uns egal sein, weil wir haben auch noch einen Catsoul. Ah. Okay. Catsoul kommt dahin. Also muss es mit der Fackel passieren, aber vor muss ich irgendwie schließen. Frage ist wie. Mit einem Bett? Nee, mit einem Baum. Ja, aber selbst wenn es einen Baum mache. Kann ja nichts mehr dahin setzen. Das funktioniert nicht. Passt denn die Fackel überhaupt durch? Wäre jetzt die nächste Frage. Lass mal weg, Zelda. Ah, das ist jetzt hoch. So. Ah, ein Bett passt da nicht durch. Ein Krug, was passiert? Dem, der wird nach da gescheuert und geht kaputt. Okay. Ja. Mach's mal wieder weg. Ah, das wird dir nichts bringen und du wirst auch nach da gescheuert, ne? Ah, Zelda. Mach das doch nicht. Bitte hoch. So. Aber du gehst nicht kaputt. Aber es würde nichts bringen. Na. Aber warum machst du denn... Geht das nicht, wenn ich sage, okay, ich stelle mich hin, mach da immer noch. Weil sie kann hier nicht mit denen springen. Okay. Das ist schlecht. Aber das wird nicht gehen, die sagt nein. Also ich muss den Weg gehen mit dem. Aber Problem ist, wie zünd ich sie wieder an? Hm.
Wie zünd ich dich wieder an? Das ist die Frage. Mit Ketzo geht's nicht. Jetzt sag mir bitte nicht, ich muss ja jetzt gucken, wie dieses Rätsel geht. Ah. Okay, Was ist damit? Kann ich das wieder angeben? Ja. Dann habe ich eine Idee. Die klappen muss. Erstmal, die muss einfach nur klappen. Nee. Nee. Und zwar kann man den hier nehmen, ne? Ah, es bringt nichts, weil der muss hier... Wobei ich aber auch... Dachen erschaffen kann. Währenddem. Meine ich. Und kann ich mit der Falke machen? Da ist mir nämlich das Ding egal. Wieso? Okay, das ist nicht das Rätselslösung. Okay, ich muss gucken. Dann mache ich mal kurz Pause. Also, so funktioniert's. Man kann mit dem Herzsohl. Man kann ein bisschen bestimmen, wie weit da dieses Ding geht, wo man Echos erschafft. Also, das wusste ich nicht. Aber so funktioniert's. So wurde's gemacht. So, wie mache ich das denn jetzt? Ich habe eine Idee. So. Ja. So. Doch, aber eine Wand. Nicht eine Wandtula, sondern eine Gultula. Um an. Ja. Nee, was so. Das ist ein bisschen einfacher. Um an die Truhe zu kommen. Ah, sie ist doch noch weit oben. Und damit haben wir auch die Truhe. Mit 100er Rubin. Unnötig, aber wobei, es wurde mir geschrieben, dass es ebenfalls noch Gegenstände geben kann im Shop. Die brauchen wir natürlich auch. So, wo sind wir hier? Okay. Also weit haben wir in Dungeon tatsächlich alles. Das ist gut. Okay, hier ist die große Truhe. Nee, das funktioniert nicht. Aber da ist ein Rubin. Wie kommt man an den dran? Machst du? Ja, machst du. Jetzt aber auch hier eine machen. Und so kommt man dran. Damit man nicht so weit geht, hat man das gemacht. So. Macht mal weg.
Jetzt gehen wir die Treppen runter. Was ist unten? Was erwartet mich dort? Ah, der Bossraum. Okay. Den speichern wir uns mal. Gut. Da geht's weiter. Okay. Nope. Das bringt uns erstmal vorerst gar nichts. So, aber das hier. Uff. Wie machen wir denn das, du Dummes? Wobei, könnt ihr. Ah. Nein, können die nicht. Gut. Und du kannst bestimmt auch nicht unter Wasser sein, ne? Nimm ihn. Nimm ihn. Ah. Ja, genau, nimm sie. Was ist los, Zelda? Was ist denn mit dir los? Lass los. Lass los. Ich weiß, du willst die Truhe haben, aber du musst runter. Oh, Zelda! Oh, ich brauche wieder ein Leben. Ich bräuchte kein Leben, wenn die hören würde. Was Madame meint, mal wieder alles besser zu wissen, wisst ihr, was jetzt rechts. Was du kannst. Schon lange sagen. Haben wir dich aber. Moa gemerkt, okay. Warum eigentlich schwer, wenn es auch einfach geht, ne? Okay, auf den Rubin jetzt erstmal. Ist nicht so wichtig. So. Da haben wir mal die Truhe. Jetzt fehlt uns noch eine Truhe. Sonst haben wir nämlich alles. Zwei Truhen fehlen uns noch. Reaktor, der Boss-Key. Fehlt uns auch noch. Aber ja, sonst haben wir alles. Okay, gehen wir mal direkt nach so. Hier ist eine Truhe. Okay, an die komme ich noch nicht ran. Nee. Ich mach's mal ganz easy. Wo hab ich dich, Feuerpyromagi? Da. Du wirst das da nicht kriegen. So. Das war daneben. Hier muss ich dann nur Geduld beweisen. Oh, Zelda! Mach den nicht. Ich glaube, das schaffst du nicht. Ja. Jetzt hat sich aber der Pyramagi auf den versteift. Das ist schlecht. Er ist derjenige, der. Danke. Ah, genervt. So. Komm. So. Und dich schiebe ich mal noch da. Dann lässt du mich nämlich nicht mehr. Jo. Ich hoffe, das war der letzte. Und der letzte Speier, ja.
So, und den auch noch. Dann dürfte es alles gewesen sein. Jetzt steht uns, glaube ich, nichts mehr im Weg. Müssen wir noch gucken. Hier am besten runter. Ja, einfach auch auf Platz hier. So, das heißt, ich nehme mir jetzt bitte. Geh ganz gemütlich dorthin. Also das könnt ihr am besten auch machen. Besiegt alle Gegner und dann ist der Weg frei. Ich glaube, so soll es auch gemacht werden. Ja, der eine Gegner stört jetzt nicht. Der hat mich überhaupt nicht gesehen. Hat er mal Glück gehabt, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ah, okay. Gut. Haben wir doch gut frei bekommen. Sprich, wir können jetzt in Ruhe mal zurückgehen. Und die Kiste holen. Aber da sind so Wasserspringer. Jetzt bräuchte ich halt Dinger, die... Am besten eigentlich auch so ein Wasserläufer. Den hatten wir weiter vorne bekommen. Nein, du bist es nicht. Ihr seid es alle nicht. Hier. Okay. Irgendwie ist mein Wasserläufer ziemlich lau, was das angeht. Den lieber. Nimmst du den bitte? Okay. So, und dann hat man seine Ruhe. Wie wir hier rüberkommen, ist, glaube ich, auch einfach. Wir holen die Kiste, bevor wir am Anfang haben, bekommen haben. Ganz am Anfang. Sehr weit am Anfang. Und können hier drauf. Und können hier drauf und hier rüber. Und hier brauchen wir keine Kiste. So schnell bekommt man seinen Platz. Und dann am besten mal gerade alle wegmachen, damit der Wasserläufer mir nicht nochmal die Kiste zerstört. Und du schön wieder auf die Seite. Damit haben wir auch das hier gelöst. Aber jetzt ist die Frage, musste ich? Ja, musste ich. Ach, warum machst du denn nicht mir einfach? Mach hier so einen Stein fertig. Okay, da mussten wir definitiv lang. Das ist sehr gut. Dann gucken wir mal uns den Raum an. Interessant. Okay, dafür brauche ich definitiv Eis. Wo führt uns das denn hin? Da hoch. Hä? Ah, ich bin total verwirrt. Aber okay. Ja, Feuer ist uns nicht egal. Wir brauchen Eis. So, das heißt du und du. Schon kann ich mir dich greifen, was Eis machen und einmal alles einfrieren. Und damit haben wir auch dieses Rätsel so gut wie gelöst. Betonung liegt auf so gut wie gelöst, weil eine Sache fehlt noch tatsächlich. Und dazu brauche ich einen Eisblock. Man hat hier auf der anderen Seite gesehen, Eisblöcke sind gut zum Verschieben. Eisblöcke habe ich relativ am Ende wieder bekommen. Relativ weit am Ende. So. Man könnte es jetzt auch mit einem Dings lösen. Aber so geht es auf jeden Fall.
Ebenso. Also man hätte es jetzt auch mit einem Amos-Ritter lösen können. Aber warum mit einem Amos-Ritter lösen? Okay. Wolf gegen dich, komm. Den Wolf habe ich noch nicht. Nein, den Wolf habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. So, und jetzt haben wir auch den Schneewolf gefangen. Wolfos. Das ging ja ziemlich gut. Also, da muss man sagen, wow. Also wirklich wow. Das war jetzt ziemlich easy. Gehen wir mal da rein. Oh. Was brauche ich denn? Erstmal den Feuerpyromagi. Ich glaube, den haben wir hier. Komm, weil der mir die tötet. Die brauche ich auf jeden Fall mal nicht. So. Ich mache es gleich zu. Gleich. Erst ein Feuerpyromagi. Dann. Okay. Brauche ich nochmal so einen Eisklotz am besten. So, du kommst dahin. Und einer dahin. So. Und einer kommt dahin. Jetzt muss ich ja nur dafür sorgen, dass ich da hinkomme. Oh. Da ich mir ja wieder den Weg freigemacht habe, sollte das doch theoretisch gesehen kein Problem sein. Ja, das ist kein Problem. Und damit haben wir den, aber die Frage ist, was machen wir da frei? Ah, weiß was. Und zwar hier. Und ja, die Stelle müssen wir noch freischalten. Sehr gut. Und jetzt haben wir noch eine Stelle, wo wir hochgehen können. Und zwar hier. Da können wir schnell mal die Tür öffnen. Und wo kommen wir hier hin? Ah. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das muss doch gehen. Nicht umsonst ist hier eine Fackel. Jawohl. So, dann müssen wir einmal alles einfrieren. Und erstmal wegtauen, damit die Dinger da weg sind. Und jetzt alles einfrieren, damit das Ding, die Schneekugel, durch kann. So. Das sieht sehr gut aus. Also da sind wir relativ zügig am Werk. Und jetzt nur noch uns den Schlüssel holen. Und das war's eigentlich schon. Okay. Also das hat sehr gut geklappt. Wirklich sehr, sehr gut. Und der Boss-Key ist unser. Dann kommt im nächsten Part schon der Boss. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch der Part gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da, kommentiert. Ich wünsche euch viel Spaß bei was ihr mehr macht. Macht es gut, haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Endcard. Wie jedes Mal könnt ihr rechts von Foxy ein von YouTube generiertes Video bekommen. Links vom Foxy blende ich euch die Playlist ein. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr in der Mitte vom Foxy gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut, haut rein, ciao!